Mädchen und junge Frauen entscheiden sich häufig noch immer für sogenannte frauentypische Berufe. Chemie zum Anfassen ist angeblich nicht so ihr Ding. Diese Entscheidung wird oft durch äußere Einflüsse bestärkt. Insbesondere in naturwissenschaftlich-technischen Berufen sind Frauen noch immer unterrepräsentiert, obgleich gerade dort die eigenständige Existenzsicherung hoch- und zukunftsweisend ist. Das will der mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds, kurz ESF, geförderte Technikclub Merseburg an der Hochschule Merseburg ändern, erzählt Projektleiterin Prof. Dr. Heide Mrech. Ja, der Merseburger Technikclub für Schülerinnen ist ein Projekt, das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt gefördert wurde. Dieses Projekt richtet sich besonders an junge Frauen und Schülerinnen und hat das Ziel, zu motivieren für mathematische, technische und naturwissenschaftliche Themen. Da bieten wir sehr viele Angebote in Laboren, weil es wichtig ist für die jungen Frauen, die Dinge auch mal zu begreifen im wahrsten Sinne des Wortes, also zu experimentieren, sich auszuprobieren und damit Selbstbewusstsein zu stärken. Das geschieht auf vielfältige Weise, immer möglichst niedrigschwellig und ohne erhobenen Zeigefinger. Wir haben für die Schülerinnen motivierende Veranstaltungen wie Juniorvorlesungen, die erstmal an die Hochschule heranlocken, und dann Tagesveranstaltungen und Ferienveranstaltungen, die eben dazu dienen, sich hier wirklich auszuprobieren in den verschiedensten Themenfeldern. Interessant sind für die Schülerinnen besonders Themen, die mit dem Leben verbunden sind, zum Beispiel die Herstellung von Kosmetika im Chemielabor oder auch die Rettung von Leben mithilfe von mobilen Robotern. Und so gelingt es den Schülerinnen, sich an die Thematik Technik heranzuarbeiten. Um das Interesse bei Mädchen und jungen Frauen zu wecken, geht der Technikclub Merseburg für Schülerinnen durchaus einmal auch ungewöhnliche Wege. Der Merseburger Technikclub für Schülerinnen arbeitet normalerweise an der Hochschule Merseburg mit den Schülerinnen in den Laboren und Werkstätten. Wir bewegen uns aber im Sommer zum Beispiel auch mal in ein Freibad, denn wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Berg zum Prophet. Ob außerschulisch oder schulisch, ob Freibad oder Vorlesung, ob Blockveranstaltung in den Ferien oder Arbeitsgemeinschaft an der Hochschule, das Programm kommt an. Ganz ohne Berührungsängste lernen junge Mädchen den Umgang mit Technik oder Experimentieren im Labor. Ich mache mit, weil ich mich eigentlich schon für Technik interessiere. Ich will auch eigentlich später was mit Technik machen und halt Ingenieur werden, auch unter anderem. Ich wäre gar nicht von alleine auf sowas gekommen und jetzt hat es mich eigentlich schon gereizt, da weiterzumachen. Also ist die Kreativität ist schon geweckt. Auch mit dem mit den anderen Experimenten, die halt angeboten werden, macht schon Spaß und ist schon interessant. So zu Hause werde ich da wahrscheinlich auch weitermachen. Und das Projekt bringt mir jetzt eigentlich schon sowas. Ich finde es interessant, weil mich auch zum Beispiel das Informatikangebot interessiert und ich das zum Beispiel auch zur Vorbereitung für das spätere Studium brauche. Und es war auch ziemlich interessant mit den Robotern, weil das einfach interessant ausgeschrieben war. Neben chemischen Experimenten und Versuchen aus den Bereichen Informatik und Technik gibt es im Projekt auch eine Gesprächsrunde mit Studentinnen und Professorinnen, die als sogenannte Role Models immer in Veranstaltungen eingebunden werden. Ich finde dieses Projekt sehr gut, weil hier die Möglichkeit besteht, in Gesprächsrunden, aber auch in praktischer Tätigkeit Mädchen die technischen Berufe näher zu bringen, Angst abzubauen, Schwellenangst abzubauen und das Rollenbild der Frau so ein bisschen darzustellen, dass es also möglich ist, Familie und Beruf, technischen Beruf miteinander zu verbinden. Ich bringe mich da auch sehr gerne ein als Professorin, als Beispiel, dass das also möglich ist. Auch die Kleinsten werden vom Technikclub Merseburg für Schülerinnen schon an naturwissenschaftliche Experimente herangeführt. Und vielleicht entdeckt ja die eine oder andere davon dabei ihr Interesse an einer naturwissenschaftlichen Laufbahn.